Acht Fehler bei der Rasenpflege im Frühjahr, die den Rasen zerstören. In den ersten Monaten des Jahres erwacht die Natur wieder zum Leben. Die Gräser wachsen, Blüten bilden sich heraus und Vögel zwitschern durch den Garten. Eingeläutet wird das Frühlingserwachen durch Schneeglöckchen. Gartenbesitzer sind an den ersten Monaten des Jahres voller Tatendrang und möchten den Außenbereich wieder richtig schön gestalten. Bei der Rasenpflege ist jedoch Vorsicht geboten. Um einen möglichst gesunden und grünen Rasen zu erhalten, sind die ersten Pflegeschritte im Frühjahr entscheidend. Und dabei kann schon einiges schiefgehen. In diesem Video zeige ich euch 8 Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du deinen Rasen nicht zerstören möchtest. Fehler Nummer 1: Den Rasen zu früh mähen. Die ersten Sonnenstrahlen treten vor der ersten Wolkendecke hervor, und die Temperaturen liegen bei 10 bis 15 oder 20 Grad. Das leitet dazu, viele Gartenbesitzer bereits schon im Januar oder Februar ihren Rasen zu mähen. In dieser Zeit ist es aber sehr wahrscheinlich, dass es Frost gibt oder Schnee. Sind die Grashalme in dieser Zeit bereits gestutzt, sind sie auch weniger robust gegen die Kälte. Das kann zum Absterben des Rasens führen. In jedem Fall ist der Rasen geschwächt und wird ganzjährig den hohen Temperaturen wenig standhalten. Lass dich daher von den ersten Sonnenstrahlen nicht beirren. Erst wenn die Temperaturen sich bei mindestens 15 Grad wieder einpendeln und kein Frost mehr zu erwarten ist, solltest du den Rasen mähen. Im Idealfall kannst du den Rasen Ende März oder Anfang April das erste Mal mähen. In diesen Monaten beginnt die Wachstumsphase der Gräser. Ob es Zeit für das Mähen ist, kannst du zusätzlich an der Höhe der Grashalme erkennen. Eine Höhe von 7 cm sollten die Grashalme vor dem ersten Schnitt erreichen. Fehler Nummer 2 ist so ähnlich wie der erste Fehler. Da geht es nämlich darum, die Grashalme zu stark zu kürzen. Denn auch während des Mähens kann einiges schiefgehen. Ist die Höhe der Schneidemesser des Rasenmähers zu tief eingestellt, kürzt du die Grashalme zu stark. Zierrasen werden laut Anleitung auf 2 cm gekürzt und Nutzungsflächen auf 3 cm. Im Frühjahr sind diese Frostregeln jedoch nicht immer gut. Ich empfehle dir, den Rasen im Frühjahr auf maximal auf 3 cm zu kürzen. Das Gras ist im Frühjahr noch nicht so strapazierfähig wie in den Folgemonaten. Ein längerer Schnitt ermöglicht es, dass Gräser robuster heranwachsen. So ist es zwar nötig, häufiger am Anfang des Jahres zu mähen, dafür wächst der Rasen aber gesund heran. Beim nächsten Rasenmähen kannst du dann den Rasen wie gewohnt kürzen. Fehler Nummer 3: Den Rasen nicht düngen. Im Winter braucht der Rasen alle Nährstoffe auf, die ihm zugefügt worden sind oder die noch vorhanden waren. Nach den Strapazen der letzten Monate benötigt der Rasen im Frühjahr ausreichend Nährstoffe. Wer seinen Rasen nicht düngt, kann sich auch über einen gesunden Rasen nicht freuen. Mangelnde Nährstoffe führen auch nicht dazu, dass die Grashalme instabil sind, sich kahle Stellen bilden, sondern führen auch dazu, dass sich vermehrt Unkraut oder Schädlinge ansiedeln. Die Nährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium werden im Frühjahr besonders benötigt. Aber auch Magnesium und Schwefel können dem Dünger zugeführt werden. Düngemittel kannst du im Handel erwerben oder selber organisch herstellen. Als organisches Düngemittel bietet sich natürlich auch Kompost an. Wählst du hingegen Dünger aus dem Handel, sollte man auf Dünger greifen, die als Frühjahrsdünger ausgewiesen sind. Die Zusammensetzung ist dann optimal. Den Rasen falsch düngen. Nicht nur das Düngemittel ist bei der Frühjahrspflege entscheidend, es ist auch wichtig, den Dünger richtig auszubringen. Fehler bestehen bereits, wenn der Dünger händisch ausgetragen wird. Handelt es sich um chemische Düngemittel, können die Schäden hier gravierend sein. Wer den Dünger nicht fachmännisch händisch ausbringt, läuft Gefahr, dass zu viel Düngemittel auf einer Stelle gelangt und andere Stellen am Rasen überhaupt kein Dünger bekommen. Zu wenig Nährstoffe führt dazu, dass der Rasen nicht gleichmäßig wächst, während zu viel Nährstoffe an einem Fleck zu Verbrennungen führen können.
Besser ist es daher, den Rasen mit einem Streuwagen zu düngen oder direkt auf organische Dünger umzusteigen. Zudem sollte die Dosierung des Düngemittels immer kontrolliert werden. Halte dich immer an die empfohlenen Mengen, um Verbrennungen zu vermeiden. Fehler Nummer 5. Moos im Rasen nicht entfernen. In den Wintermonaten kann es natürlich passieren, dass sich Moosflächen im Rasen herausbilden. Dies ist immer ein Zeichen für zu viel Feuchtigkeit im Erdreich und eine Unterversorgung des Rasens mit Nährstoffen. Falsch ist es, das Moos nicht zu behandeln. Auch das einfache Abmähen der Moosflächen reicht nicht aus. Es würde hier nur wieder neu heranwachsen. Solltest du Moos im eigenen Rasen erkennen, sollte man dieses herausstechen. Zudem ist es wichtig, im Folgeschritt den Rasen mit Nährstoffen zu versorgen, die einen erneuten Nährstoffmangel am Moos bedingt verhindern. Das Kalken des Rasens ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Schritt, um das Moos aus dem Rasen zu entfernen. Eine Ursache von dem Moos kann eine mangelnde Durchlässigkeit des Bodens sein. Falsch ist dann hier, nichts dagegen zu tun. Fehler Nummer 6. Vertikutieren vernachlässigen. Um die Durchlässigkeit des Rasens zu gewährleisten und Rasenfilz und Moos zu entfernen, sollte nach dem Rasenmähen der Rasen vertikutiert werden. Vertikutieren begünstigt, dass das Wasser besser im Boden versickern kann und vermeidet zudem auch Staunässe. Darüber hinaus kann Vertikutieren die Sauerstoffzufuhr verbessern, was sich wiederum positiv auf das Wachstum der Gräser auswirkt. Der größte Fehler, der ein Rasenbesitzer bei der Rasenpflege machen kann, ist es somit, den Rasen überhaupt nicht zu vertikutieren. So können sich Moos, Filz und andere Unkrautarten breit machen und noch einfacher ausbreiten. Den Rasen solltest du nicht vor April vertikutieren. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass der Rasen nicht im feuchten Zustand vertikutiert wird. Das schadet nicht nur dem Vertikutierer, sondern auch dem gewünschten Effekt. Bitte überprüfe vor dem Vertikutieren die Höhe der Achse. Ein zu tiefes Vertikutieren kann den Rasen schaden. Fehler Nummer 7. Rasensamen zum falschen Zeitpunkt ausbringen. Nach der Rasenpflege können und sollten die Rasensamen ausgesät werden. Mit diesen können Löcher im Rasen geflickt werden. Zudem können sie auch vorhandenem Rasen aufgebracht werden, um den Rasen dichter erscheinen zu lassen und um neue gesunde Grashalme herauszubilden. Zu früh solltest du aber mit dem Aussehen des Rasensamens nicht beginnen. Herrschen noch Frosttemperaturen, können die Samen erfrieren und nicht keimen. Zudem sollte vermieden werden, Rasensamen auf nassen Rasen auszubringen. Eine Überwässerung kann schnell dazu führen, dass die Samen weggespült werden. Als bester Zeitpunkt der Aussaat zählt der April. Der Frost ist meist hier vorüber und die ersten Rasenarbeiten sind bereits beendet. Fehler Nummer 8. Rasen überwässern. Nach der Rasenpflege muss der Rasen gut angegossen werden, dass die Rasensamen gut keimen und anwachsen können. Die Nährstoffe können durch eine Bewässerung ganz einfach ins Erdwerk versickern. Wer aber den Rasen zu stark und punktuell gießt, kann Gefahr laufen, dass die Samen weggespült werden und Staunässe entsteht. Beides schadet der Rasenfläche enorm. Statt einem harten Wasserstrahl zu verwenden, die wir von Gießkannen oder Schläuchen kennen, solltest du lieber auf Sprinkleranlagen zurückgreifen. Sie gewährleisten eine breit gestreute und leichte Bewässerung. So bleiben alle Samen an Ort und Stelle und Staunässe wird gut vermieden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wollt ihr weitere interessante Videos rund um die Gartenpflege haben, so abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So wird er jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Auf eine tolle und grüne Gartenzeit!